Das ist Brot für die Ziegen. Ausgerechnet heute Morgen ist das Kabel kaputt für die Kaffeemaschine. Was ist denn Arbeit? Arbeit ist das, wofür man Geld kriegt. Das ist Arbeit. Und der andere Begriff, da fällt mir jetzt ein Witz an, aber ich glaube, den können wir da nicht erzählen. Doch, der Graf Johann unterhält sich mit seinem Diener und die streiten sich drum, ob der Liebesakt, ob das jetzt mehr Arbeit ist oder mehr Vergnügen. Und der Sohn und der Vater, die werden sich einfach nicht einig und dann fragen sie halt den Johann. Und der Johann sagt dann, ja, es muss wohl mehr Vergnügen sein. Wenn es Arbeit wäre, müsste ich das erledigen. Also ich arbeite dann hier eigentlich nicht in diesem Sinne, sondern macht mir Spaß. Aber ich werde dafür auch bezahlt, also ist es Arbeit. Ich bin ja Rentnerin. Ich mache das so als Hobby. Für mich ist es Spaß. Ist etwas anderes, ob man muss oder ob man freiwillig. Das ist. Normal bin ich die ganze Woche über die Sache produzieren, wo man verkaufe. Ich gehe nur samstags auf den Markt. Mein Bruder und ich machen die Firma zusammen. Er macht das dann der Rest von der Woche. Und samstags darf ich dann aus der Wurstküche raus. Und da brauchen wir dann die Menschen. Ja klar, das ist immer so ein Wochenhighlight für mich. Ich sage die Leute auch immer, die zu mir in die Garde kommen, da hast du viel Arbeit. Und ich sage immer, Arbeit ist es eigentlich nicht, weil es ja auch Spaß macht, Freude ist. Man ist an der frischen Luft, man sieht Schmetterlinge, Vögel hört man, sieht man. Ja, das ist schwer zu beantworten. Arbeit ist, wenn man eine Stunde benutzt, um etwas herzustellen. Ja. Das ist sowieso schwer zu sagen, weil ich schreibe Arbeit, Heu mache ich Arbeit, Käse mache ich Arbeit, Käseverkauf ist Arbeit. Bücher schreiben ist auch Arbeit. Kunst ist Arbeit, Film mache ich Arbeit. Aber es ist schwer zu sagen, was. Wann das unter die Definition fällt. Und sind Sie schon am nächsten Buch? Ich bin jetzt dabei, ein Buch zu übersetzen, Französisch nach Holländisch. Und das ist ein philosophisches Essay von Pierre Rabhi. Der ist auch in Deutsch übersetzt, unter dem Namen Die glückliche Genügsamkeit. Sie haben ja einen Ausgleich. Sie schreiben Bücher, kann man sagen, es ist eine geistige Arbeit, mit dem Käse machen, mit dem Ziegen, das ist eine physische Arbeit. Ja. Ist das auch ein Ausgleich, den Sie bewusst auch für sich so brauchen? Nein, unbedingt. Ja. Ich denke schon, nicht nur in Arbeit, aber auch in Existenz muss das, denke ich, ausgeglichen werden. Und auch ein Bauernhof, das Gelände, das muss auch ein Gleichgewicht haben zwischen das Geistige, zwischen die Natur und die Produktion. Was ist Arbeit? Was hat denn das mit Markt zu tun? Jedenfalls hier einzukaufen ist eine Freude.